Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen Goliath weiter und in der letzten Folge haben wir es geschafft, der Waldbruderschaft ein bisschen zu folgen und sind jetzt in diesem Schneeeisbiom. Und ja, das sind so drei Viecher um uns herum, die einen Fuchswaldbruder gefangen halten. Und ja, jetzt schauen wir mal, was denn unser Freund hier so spricht. Und bis jetzt haben uns diese drei Gestalten nicht angegriffen, aber es könnte ja noch passieren. Psst! Verschwinden Sie von hier! Wer auch immer Sie sind, Sie werden in weniger als einer Sekunde zurück sein. Wie sind Sie hier hineingeraten? Oder? Wer sind Sie? Sind Sie ein Mitglied der Fuchsbruderschaft? Ich bin Lunch, so heiße ich. Verschwinden Sie jetzt von hier, wenn Sie nicht als Nachtisch enden wollen. Aber was ist denn passiert? Wer sind die anderen? Zu spät. Sie kommen zurück. Verschwinden Sie von hier. Ich kann mit Ihnen reden. Möglicherweise kann ich mit Ihnen reden. Ich spreche keinen Troll, aber vielleicht kann ich eine Vermutung anstellen. Oder? Ich glaube, dass das bisher nicht so gut geklappt hat, Buddy. Lassen Sie Ihre Fingerknöchel knacksen und greifen Sie die Trolle an. Auf geht's. Ludok, was? Oder? Okay, ich finde beide Auswahlen ziemlich bescheiden, weil ich natürlich keine Ahnung habe, was der Troll gerade zu uns sagt. Mal gucken. Dunkelbrot? Oder Kalbrock? Oder, ja, Krunk. Haha, das wird's wohl sein, oder? Frockoi? Oder Zup? Oder Krok? Ja, vielen Dank, Trollkönig. Ich denke, dass ich es im Griff habe. Es lebe Framgok. Seufz. Danke, schätze ich. Vermutlich? Was hätte ich es zulassen sollen, dass Sie sie auffressen? Oder? Nun, das bedeutet Dankbarkeit für Sie. Also, sind Sie jetzt der Anführer dieser Expedition? Ich bin Friendlies, der Nette, Chefdiplom. Ich dachte, ich könnte mit diesen Trollen reden und die Dinge ohne Gewalt lösen und ohne mich als Mittagessen anzubieten. Ihre Sprache ist jedoch so schwer zu erlernen. Ich brauche mehr Zeit. Und dann denke ich, dass die Füchse mit diesem Trollstamm einen großartigen Verbündeten haben könnten. Okay, nun, ja, viel Glück mit all dem. Hören Sie, ich muss Ihren Anführer finden. Wissen Sie vielleicht, wohin der Rest der Expedition verschwunden ist? Oder gibt es eine Möglichkeit, wie ich Ihnen dabei helfen kann, die Sprache der Trolle zu verstehen? Nein, vielen Dank. Ich kann damit umgehen. Okay, gut, ich wusste nicht, dass Sie intelligent sind. Oder wie Sie wünschen, wollen Sie mir helfen oder nicht? Nun wissen Sie es. Versuchen Sie irgendwie, deren Sprache zu erlernen.
Es sind gute Jungs. Okay, danke, Friendlies. Und bis bald. Ah, okay. Dann gucken wir uns doch noch mal beim Lager ein bisschen um. Die tun uns ja jetzt zum Glück nichts. Zum Glück. Ah, okay. Und hier... Ah, da kriegen wir Häute runter. Cool. Schön, dass wir die beklauen können, ohne dass sie uns verletzen. Das bringt's ja schon mal. Ja, okay, das sind auch noch ein paar. Die nehmen wir natürlich mit. Wenn es die schon umsonst gibt, quasi. So, und da links... Genau, da waren auch noch mal welche. Ich liebe die Steuerung. Manchmal will ich etwas kaputt machen, aber nein. Es wählt dann doch etwas anderes aus. Aber okay. Steinblock. Ach, cool. Mich macht das ein bisschen nervös, dass dieses Viech dann liegt und pennt. Naja. Okay, da hinten war doch noch ein Käfig, ne? Ja, genau. Da, wo schon die Katze davor liegt. Aber noch schläft sie. Vielleicht können wir heimlich dahin. Weil da ist ja noch jemand drin. Der Trog ist jetzt frei. Der Trog ist ein großer Jäger. Der Trog möchte helfen. Diese Hilfe wird nie schaden. Wir können zusammenreisen. Der Trog hat zugestimmt. Der Trog ist auf der Suche nach dem alten Stamm im fremden Land, der für viele Monde verschwunden war. Der Trog hat jetzt einen neuen Stamm gefunden. Das ist aber schön. Willkommen beim neuen Stamm, Trog. Ach ja, und schon jagt uns wieder unser kleines Kätzchen. Oh, ist das nicht schön, aber ich habe jetzt echt nicht wirklich Bock zu kämpfen, einfach. Zumindest mal wieder zum Lager finden. Ohne, dass uns noch mehr Raubkatzen angreifen. Bitte. Bitte, bitte. Jetzt kommt er nicht durch, oder was? Also... Okay, dann schnappen wir uns da nochmal die Juwelen. Ich glaube, wir haben die Raubkatze abgehängt, was natürlich sehr gut ist. Ich schlage gern auf so kleine Sachen noch mit ein, weil dann kriegen wir nämlich ein paar Punkte und so steigen wir dann letztendlich Level auf. Und Juwelen können wir immer mitnehmen, weil die brauchen wir ja dann zum Reisen. Wenn mein Goliath die auch mitnehmen möchte, bitte. Und nicht immer das Holz. So, jetzt kommt auch schon wieder der Wind. Können wir gleich nicht mehr richtig laufen. Ich denke, ich sammle jetzt noch die paar Juwelen ein und dann reißen wir den der Bruderschaft auch hinterher in eine neue Welt oder Insel. Ja. Oh, da ist die... Okay, die legt sich schlafen, die Katze. Und schon haben wir unser Ding hier erreicht. Und da ist schon unser Freund, glaube ich, ne? Können wir mal dann gleich ihn anquatschen. Was der uns denn noch so zu erzählen hat, den Gronkh. Gronkh, sag ich schon. Ich könnte ihn auch einfach nur Gronkh nennen, was irgendwie witzig wäre. Naja, mal gucken. Der Trog ist ein großer Jäger. Der Trog kann seine Trophäen mit ihnen tauschen, wenn sie auch ein Jäger sind. Okay, wir bauen ein Haus für sie. Der riesige Trog betrachtet sie, während er sich auf seiner Keule abstützt. Jeder einzelne Finger des Trogs sind so dick wie ihre Hand. Mittlerweile verstehen sie, warum es gut für sie ist, so jemanden als Freund zu haben. Sie besitzen nicht genügend Ressourcen. Okay, wir
könnten ihm eine Hütte bauen, wenn wir das maximale Level erreicht hätten. Hahaha, das haben wir aber nicht. Wir können auch andere Sachen bauen. Das ist schon mal sehr interessant. Jetzt können wir mal gucken, ob wir noch ein paar Sachen herstellen können. Weil wir haben hier so ein paar Kleinigkeiten in unserem Lager schon. Oder beziehungsweise in unserem Inventar. Und unsere Golems können nämlich auch Waffen haben. Und ich möchte das auch gerne machen. Golems, Goliath. Goliaths. So ist die Mehrzahl. Genau, und dann müssen wir so Dinger freischalten. Glaube ich zumindest. Da kenne ich mich noch nicht ganz so gut aus. Ich werde mal in der nächsten Folge gucken, dass ich das hinkriege. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es noch nicht. Wir können ja trotzdem schon mal schauen, ob ich was herstellen kann. Ja, mach mal doch einfach mal, ne? Da konnte ich jetzt, glaube ich, damit was bauen, ne? War das nicht? Nicht gerade für... Was war denn das? Für irgendwas? Ich kenne mich natürlich wieder super aus und habe ein ganz tolles Gedächtnis. Nee, da war es jetzt nicht. Ach, hier war es, genau. Ja, jetzt kann ich hier ein, zwei Sachen bauen. Und ich denke, das werden wir auch gleich mal tun. Ach, da fehlt mir noch einmal so ein Teil da, ne? Kann man das nicht noch herstellen? Ich glaube schon. Ich glaube, eins hatte ich noch übrig. Oder kann ich halt noch herstellen? Oder zwei? Da hier, genau. Okay, dann passt es doch. Weil dann können wir uns nämlich endlich Waffen machen für unsere Goliaths. Und das wäre schon echt cool. Es würde sich schon recht lohnen, denke ich. Ja, okay, wir können uns ein bisschen schon was machen. Vielleicht probieren wir uns da dann einfach mal durch. Weil ich habe keine Ahnung, wie wirklich effektiv die sind und ob die sich schnell abnutzen und bla bla bla. Also da müssen wir dann einfach mal gucken. Okay, schaut auch cool aus. Jetzt ist die Frage, welches von den beiden wir herstellen wollen. Oder mache ich beide? Das wäre auch ein bisschen übertrieben, oder? Von den Werten her sind sie ja irgendwie gleich, nur mit einem anderen Effekt. Ich will immer Infekt sagen, anstatt Effekt. Ich wollte jetzt eigentlich die Waffe ausrüsten. Hier war es, genau. Das hier, aber... Es hat keinen orangenen und keinen roten Rand. Das heißt, ich kann es nicht einsetzen. Dann weiß ich nicht, wie es funktioniert. Vielleicht ist es für einen anderen Goliath. Für den nächsten vielleicht. Weil zu dem kann ich es auch nicht geben. Also zu meinem menschlichen Figürchen. Da geht es nämlich auch nicht. Schade. Das wäre jetzt schon ganz cool gewesen. Wir nehmen hier noch schnell die Bäume mit. Eigentlich brauchen wir es gar nicht, aber ich kann es halt. Und ich denke, wir reisen dann wirklich in die andere Welt, weil hier, ich weiß nicht, hier ist jetzt nicht mehr ganz so viel zu entdecken. Ich habe keine Lust, mich wieder mit den anderen Viechern alle anzulegen. Zumindest das, was jetzt unserem Lager umgibt, das kann ich noch mitnehmen. Ich dachte schon, der hätte mich jetzt wieder gesehen. Ja, das sind schon einige halt. Wobei, die geben halt auch Halsketten, ne?
Komm, den töten wir schon noch. Ach so, und da ist gleich die Raubkatze wieder. Da oben. Und noch eine, ist ja klar. Zwei Raubkatzen bei mir am Lager plus den kleinen Tiki-Taka-Tuka. Und dezent mal, ich glaube, ein, zwei Hasen noch mitgeplättet. Ja, da liegen noch die Münzen. Okay. Wenn wir schon mal da sind. Es dauert halt immer so lang, bis ich die töte, ne? Aber egal, komm, wir hauen jetzt nochmal drauf. Geben halt auch Krallen und Fell. Zent wird weggeschmettert hier. Ah, die halten schon ganz schön viel aus, ne? Jetzt will der andere mich auch noch angreifen. Jetzt habe ich zwei. Jetzt habe ich zwei aggressiv gemacht. Jetzt muss ich gegen zwei kämpfen. Ja, okay. Wirklich kämpfen kann man das auch nicht nennen. Weil das ist der feige Modus. Der feige Kampfmodi. Während er schläft, wird er einfach mal dezent verprügelt. Ich habe den noch nicht mal zur Hälfte runtergeboxt. Das ist echt krass. Haha, jetzt stehst du auf der Hälfte. Jetzt kann ich nämlich schön auf dich einprügeln. Haha. Du kannst nicht nach rechts und du willst immer wieder schlafen. Jetzt geht es ganz gut. Oh, schade. Toll, jetzt hat Jagd dir ein Kaninchen oder was? Ist das dein Ernst? Ach, er kommt wieder. Schön. Ich war schon fast eingeschnappt hier. Jetzt jagt das wieder. Jetzt kommt er wieder zu mir. Jetzt jagt das wieder. Jetzt ist er weg. Ja, das ist halt erst mein nächstes Opfer. Okay, den habe ich jetzt erledigt. Vielleicht ist der andere noch in der Nähe. Ich sehe ihn nicht. Da oben, links. Aber jetzt ist er gar nicht mehr wütend auf mich. Vielleicht lasse ich es jetzt auch. Soll ich nochmal... Ich hoffe, ich treffe jetzt diesmal. Ja, okay. Das heißt, er hat mich jetzt wieder auf dem Kicker. Ja, okay, wäre ja schade drum. Jetzt ist er nämlich schon fast down. Bisschen kämpfen kann ich ja schon. Einmal hat er mich gebissen, zweimal hat er mich gebissen und ich habe nur noch ein grünes Gesundheitsbalken. Ich glaube, ich mache jetzt doch noch mehr Safe. Fast. Ach Mann, es langweilt mich, dass es immer so lange dauert, dass die Attacken sich aufladen. Immer noch nicht, das gibt's doch nicht. Warte ab, gleich gehörst du mir, Freundchen. Oh, warte. Warte. Warte, jetzt. Yeah, okay, besiegt. Das heißt, die Gegenstände nehmen wir noch mit, aber dann gucken wir in die andere Welt. Den anderen Planeten und folgen der Waldbruderschaft. Und das war der Anfangsplanet? Nein, das hier wird er wohl sein. Oder?
Ja, doch, ich glaube schon, dass es der Große ist. Okay, ja, Wüste, oh weh. Ich weiß, dass unser Goliath das Brennen anfangen kann. Ich weiß nicht, ob das mit dem Holz-Goliath dann so geschickt ist, in die Wüste zu gehen. So. Mal gucken, wie es da aussieht. Aber ich glaube nicht ganz so gut. Okay, wie es weitergeht, seht ihr leider erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ja, und dann tut es mir gleich. Bildschirm außen, ab ins Bett. Gruß, eure Schlaflos. Tschüss.